Hallo zusammen, mein Name ist Martin und der ein oder andere von euch hat es eventuell schon mitbekommen. Gestern ist ein kleines, nettes Spiel erschienen, das im Moment, wie hieß es nochmal? The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich habe gehört, das soll ganz nett sein, also dachte ich mir, ich schaue mir das mal an. Okay, Spaß beiseite. Ihr wisst alle, gestern ist das neue Zelda erschienen und ihr wisst wahrscheinlich auch, für mich ist das ein ganz besonderes Spiel, weil ich großer Zelda-Fan bin. Auch wenn meine Liebe in den letzten Jahren doch ein bisschen verblasst ist. Und ich war eben guter Dinge, dass Breath of the Wild meine Liebe neu entfachen können würde. Die Stimmen der Presse waren ja zuletzt auch überschwänglich. Ich meine, das Spiel hat eine Metakritik, eine Metascore von 98. Das ist halt schon der Hammer. Und entsprechend bin ich mit hohen Erwartungen an dieses Spiel herangetreten. Und da es eben ein derart wichtiges Spiel für mich ist, dachte ich mir, ich mache eine Art Videotagebuch, wo ich euch an meinen Erlebnissen mit dem Spiel teilhaben lasse. Ich werde also jeden Tag ein bisschen drauf losquatschen und euch erzählen, was so meine Eindrücke aus dem Spiel sind. Und heute geht es eben los mit meinem ersten Eindruck nach den ersten paar Spielstunden, wobei, ich meine, ich habe das Spiel gestern 10, 12 Stunden gespielt ungefähr. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man schnell die Zeit vergisst. Das kann man schon mal an dieser Stelle anmerken. Allerdings muss ich sagen, dass ich zunächst nach all dem Lob doch ein bisschen ernüchtert war. Zunächst einmal sind mir eben die technischen Unsauberkeiten aufgefallen, die zumindest die Wii U-Version auf jeden Fall hat. Kanten flimmern und naja, konstant flüssig läuft das Spiel halt wirklich nicht. Was mich aber noch viel mehr gestört hat, ist, dass ich direkt viele Dinge gemerkt habe, die mich auch an anderen Spielen mit einer großen offenen Spielwelt stören. Nämlich, dass das vieles einfach ein bisschen mühseliger ist, weil es gibt lange Laufwege, man muss oft von A nach B und wieder zurück. Und dann gibt es hier und da auch mal ungünstig platzierte Schnellreisepunkte und all das ist auf dem großen Plateau schon passiert. Und ich habe insgesamt 3 Stunden gebraucht, um von dem großen Plateau runterzukommen. Und obwohl innerhalb dieser 3 Stunden auch der ein oder andere Moment war, der mir wirklich gefallen hat und wo so gute Ideen aufgeblitzt sind, muss ich einfach sagen, das war mir zu langwierig und ich war nicht wirklich begeistert, als ich vom großen Plateau aufgebrochen bin nach Kakariko. Allerdings, dann nach 5 Stunden kam der Moment, der sich rückblickend quasi so als Wendepunkt für mich herausstellte. Ich habe mein erstes Wildpferd gefangen und in diesem Moment hat das Spiel einfach direkt viel mehr Spaß gemacht, denn es war Schluss mit mühseligem Rumgelaufe zu Fuß. Es macht einfach direkt viel mehr Spaß, die Welt im Sattel eines Pferdes zu erkunden, weil man einfach so viel schneller ist. Und spätestens als ich dann in Kakariko angekommen bin, habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt langsam fängt das Spiel an, wirklich richtig gut zu werden. Und das ist so quasi das, was ich aus den ersten Stunden herausziehe. Der Anfang war für mich wirklich schwerfällig und nicht unbedingt begeisternd, aber das Tolle an diesem Spiel ist einfach, dass man nicht von Anfang an weiß, was einen alles erwartet. Und viele Dinge ergeben erst im späteren Verlauf Sinn. Und wenn man sich vorher nicht gut informiert hat, so wie ich, weil ich mir dieses Erlebnis eben auch erhalten wollte, das alles selber zu entdecken, dann gibt es eben viele Dinge, wie zum Beispiel das Crafting-System, wo man erst nachher merkt, okay, da steckt doch mehr hinter, als ich zunächst gedacht habe. Und plötzlich hat es mich dann doch eben sehr motiviert zu sagen, okay, ich habe hier diese 2 Rüstungssets, die ich komplettieren möchte. Und dafür brauche ich erstmal eine ganze Menge an Rubinen. Und dann hatte ich endlich die Rubine zusammen und dann konnte ich mir die Rüstung kaufen. Und dann habe ich sie zur großen Fee gebracht und aufgewertet. Und das motiviert einfach und das macht einfach Bock. Darüber hinaus finde ich auch die vielen Nebenmissionen sehr cool und ich finde es absolut toll, dass diese Nebenmissionen auch teilweise sehr cool designt sind und eben nicht einfach nur Aufgaben sind, wie man das oft so hat im Sinne von hol mir 10 Items XY, sondern es sind größtenteils, bislang zumindest, andere Aufgaben, die etwas kreativer sind und die Spaß machen, tatsächlich. Ich finde es auch sehr cool, wie sie es mit den Hauptmissionen gelöst haben, weil man kann eben wirklich direkt quasi zum Schloss gehen und sagen, okay, ich fordere Ganondorf heraus, das habe ich aber nicht getan. Stattdessen bin ich eben nach Kakariko aufgebrochen und von dort aus gibt es dann eben quasi 2 weitere Haupthandlungsstränge, denen man folgen kann. Zunächst einmal die 4 Titanen, die einen wahrscheinlich dann auch an die 4 Tempel führen werden. Ich weiß es noch nicht. Und zum anderen gibt es eben eine Questreihe, die darauf ausgelegt ist, dass man Links Erinnerungen zurückholt. Und gerade das finde ich zum Beispiel auch wieder sehr cool gemacht, weil man dort eben anhand von Fotos sich orientieren muss und gucken muss, okay, wo könnte das sein? Es gibt auch einen Zeichner, einen Maler, der einem dabei hilft, diese Orte zu finden, aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht, wirklich zu gucken, okay, alles klar, das da hinten sind diese Zwillingsberge, dann müsste das ja irgendwo hier sein. Ja, da ist es. Das ist...
Sorry, das war der Postbote. Ich habe jetzt eine PlayStation 4. Dass ich die jetzt erstmal unverpackt da stehen lasse, sagt aber auch einiges über Zelda aus. Naja, wie dem auch sei. Wo war ich dran? Naja, ich fand es sehr cool, dass man sich eben orientieren musste und gucken musste, okay, wo ist dieser Ort auf diesem Foto? Und dass man eben schauen musste, okay, das sind diese Zwillingsberge, dann müsste das irgendwo hier. Da ist es, das ist der Ort. Und dann konnte man eben diese, in diese Erinnerung eintauchen. Und das finde ich Storytelling-mäßig ziemlich cool als Device. Ich finde es vom Gameplay her sehr cool, weil es eben wirklich so ein Feature ist, wo man sich in der Welt orientieren muss. Und das ist etwas, was vielen offenen Spielwelten irgendwie fehlen, dass man wirklich auch diesen Bezug auf die Spielwelt hat. Und so schafft es Zelda eben wirklich, den Spieler dazu zu bringen, seine Umgebung bewusst wahrzunehmen. Und das finde ich alles sehr, sehr cool. Und ich muss einfach sagen, je länger ich dieses Spiel gespielt habe, desto mehr Spaß hat es mir gemacht. Auch wenn es dann mal darum ging, irgendwie herausfordernde Kämpfe zu haben. Den ersten wirklich herausfordernden Kampf habe ich direkt erstmal verkackt, weil ich das Ausweichen noch nicht so wirklich gut raus hatte. Und da habe ich dann doch mit Bombenfallen gearbeitet. Aber das ist es eben so. Man muss wirklich schauen, okay, wie gehe ich mit der jeweiligen Situation um? Genau das, was ich mir gewünscht hatte. Und wenn man es dann eben schafft, mit der richtigen Taktik und mit der passenden Ausrüstung auch schwerere Gegner zu besiegen, um dann eventuell auch ein Schwert zu finden, was einfach doppelt so stark ist wie alles, was man bis dahin hatte, das ist einfach ein saucooler Moment und es macht so viel Spaß. Und ich habe nicht mal den ersten Tempel gemacht. Ich habe bislang nur die Schreine gemacht, die auch wirklich allesamt jetzt nicht wirklich schwer waren, aber clever, cool, haben Bock gemacht, waren schon ein paar gut durchdachte Rätsel dabei. Und ich muss einfach sagen, je länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr gefällt es mir und desto begeisterter bin ich. Denn es gibt einfach immer wieder neue Momente, die erinnerungswürdig sind, wo man denkt, boah, das war jetzt aber cool. Zum Beispiel hier diese Szene, wo ich mich auf die Hand von einem riesigen Monster geschlichen habe, um dann auf seinen Brustkorb hochzuklettern, um mir die Schwerter um seinen Hals zu stehlen. Oder hier, wo ich mit einem Gegner Golf gespielt habe. Hole in One. Es macht einfach immer mehr Bock und es kommt einfach immer mehr dazu, was ich richtig cool finde. Ich meine, dann plötzlich heißt es, hey, hier, du kannst übrigens Fotos machen und es gibt Fotoalben und hey, erinnerst du dich noch an eines deiner Lieblingsspiele Beyond Good and Evil, wo du auch Fotos von Tieren machen konntest? Hey! Ich find's zwar ein bisschen affig, dass man seine Waffen fotografieren muss, um sie zu... Warum kann ich Waffen nicht einfach einsammeln und dann werden sie automatisch registriert? Was? Ich finde halt wirklich, dass einige Sachen ein bisschen umständlicher sind, als sie hätten sein müssen. Ich bin kein großer Fan der Menüführung bislang. Ich muss auch sagen, dass ich es sehr umständlich finde, dass ich jedes Mal ins Menü muss, um was zu essen. Aber nichtsdestotrotz, alles in allem kann ich nur noch einmal betonen, je länger ich dieses Spiel spiele, desto besser gefällt es mir und entsprechend beende ich damit auch quasi meinen ersten Tagebucheintrag, meinen ersten Eindruck nach dem ersten Spieltag, auch wenn ich euch noch viel mehr erzählen könnte, aber ich muss dieses Spiel jetzt einfach weiterspielen. Ich habe so Bock drauf, ich muss jetzt einfach wieder zurück nach Hyrule und ich bin gerade auf dem Weg, den Zoras zu helfen und ich glaube, das führt mich auch zum ersten Dungeon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und auch ein bisschen nervös, denn die Gegner da waren sehr fordernd und ich habe aber mich gerade frisch ausgerüstet. Ich werde noch ein bisschen Medizin einpacken und dann packe ich das schon und ey, allein das ist einfach so gut. Endlich mal wieder ein forderndes Zelda-Spiel. Endlich sind Kämpfe mal wirklich eine Herausforderung, bei der man sich Gedanken machen muss, für die man sich rüsten muss. All das habe ich mir gewünscht und es ist in diesem Spiel drin und ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, was noch alles auf mich wartet. Und alleine dieses Gefühl eben, wenn man in der Ferne schon einen der Titanen sieht, der am Todesberg wahrscheinlich rumklettert, da denkt man sich schon so, wow, gegen das kämpfe ich gegen, ich kämpfe wahrscheinlich gegen, ach du Scheiße. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was noch so kommt. Ich lasse wahrscheinlich morgen wieder von mir hören, was heute alles so passiert ist. Bis dahin schreibt mir schon mal in die Kommentare, wie euch Zelda bislang gefällt, was ihr bislang erlebt habt, falls ihr das Spiel schon gespielt habt. Ich werde wahrscheinlich erst, nachdem ich durch bin, dazu kommen, die Kommentare zu lesen. Aber schreibt es mir schon mal rein, ich hole das später nach. Bis dahin, also bis morgen wahrscheinlich. Macht's gut, bis dann. Euer Martin und viel Spaß mit Zelda.